Jo. Moin, Chefin. Ja? Ich habe gehört, Sie haben einen großen, dicken Auftrag an Land gezogen. Ja, ich habe gestern noch mit der Presse gesprochen und die Presse hatte zu dem Zeitpunkt einen kleinen Artikel über das ansässige Hotel hier gemacht und da hätten wir jetzt noch einen Auftrag bekommen, beziehungsweise haben wir bekommen, weil der Ja. Hotelmanager gleich mit da war und wir haben sofort was verhandelt. Oh, das ist ja gut. Haben wir den Zuschlag gekriegt? Ja. Ja, Chefin, dann reden Sie mal mit dem Vorarbeiter, aber der steht ja da hinten wieder, der wartet wieder. Ja, der will mir Dann wieder irgendwas mitteilen. quatschen wir mal mit dem. Ich komme mal kurz mit. Ah, vor ein paar Minuten hat die Direktion vom Hotel unten an der Küste angerufen. Irgendein Landschaftsgärtner erweitert dort derzeit die Grünflächen und sie bräuchten kurzfristig noch eine größere Menge Erde und mehrere Paletten mit Pflanzen. Die haben aber wohl nur sehr beschränkte Transportkapazitäten. Ich denke, wir sollten da aushelfen. Wer weiß, vielleicht fällt da in Zukunft noch mehr Arbeit an und dann kommen die direkt zu uns. Ja, das machen wir doch. Die Ja, das ist eine Gärtnerei Idee. liegt auf dem Weg. Das sollte alles zu bekommen sein, was Okay. gebraucht wird. Und Erde holst du am besten im Kieswerk. Los Ja. geht's, zeigen wir denen, wie gut Aufträge laufen, wenn wir sie ausführen. Also einen Bagger brauchen wir nicht, oder? Nö. Okay. Brauchen Dann wir mal nicht. los. Da brauchen wir nur ein Fahrzeug. Moment, wir brauchen zwei Fahrzeuge. Richtig. Einmal den, wie sie Genau. hier für den Ja, passen Garten Sie haben. auf. Dann machen wir es folgendermaßen. Ich hänge den Hänger ab. Bei den Dings brauchen wir noch und fahre dann zum Kieswerk direkt. Also du machst Kieswerk und ich fahre zum Gartenbau. Korrekt. Also sie fahren, ne? Warum bin ich denn bei Ihnen eingestiegen? Entschuldigung. Das sind Kinder auf dem Ne? Weg. So, mal eben den Anhänger abhängen und das Kieswerk. So. Zack, abhängen. Los geht's zum Kieswerk, das kennen wir ja schon. Ich fahre jetzt hier zum Gartenbauhandel. Genau. Wäre natürlich super, wenn wir einen größeren Kipper hätten, dann muss ich nicht zweimal fahren. Herr Ochsen, Sie sollten während der Fahrt nicht telefonieren. Entschuldigung. So, wir haben den Gartenbauhandel entdeckt. Müssen mal gucken, wo wir jetzt hier die Räumungssachen kriegen. Wahrscheinlich hier. Okay, und wir fahren jetzt mal eben schnell zum. Muss ich wahrscheinlich hier mit ihm sprechen? Was brauchen wir denn da? Fahren wir eben schnell dahin. Die Erde, nee, die Erde brauchen wir nicht. Da brauchen wir. Sechs Fichtensetzlinge. Sechs Stück, Leute. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Schon die Erde holen. Okay, und dann müssen die da rein. Ach du, ach du, heiliger Scheiße. Ja, das ist eigentlich eine Aufgabe für unseren Herrn Hoxton. Aber der sieht nicht da, also ich muss das mal. Dominik hat wieder Geld gekriegt, alles klar. Ich habe ihn einmal in Aktion gesehen, wie mache ich den Stützen aus? Ah. Muss aber doch mal eben die Chefin anrufen. Chefin? Ja, hallo? Ja, ich habe mal eine Frage. Ja. Ich glaube, die nächste Anschaffung wäre ein größerer Kipper. Weil, gucken Sie mal, ich muss zweimal fahren. Das heißt also für uns zweimal aus Sprit verbrauchen, verstehen Sie? Wir reden dann nachher, wenn Sie wieder zurück sind. Ja, okay. Wenn wir im Hotel sind, dann können wir uns darüber mal Gedanken machen, weil Ja.
sind wir in der Nähe des Händlers. Wir gucken mal, ja? Ja, ja, okay. Vielleicht können wir ja was verkaufen. Wir schauen. Ja, verkaufen würde ich nicht, aber... Das überlassen Sie dann bitte mir, ja? Wo ist denn eigentlich die Baustelle? Ja, das gucken wir mal. Ich finde die nicht. Die finden die nicht an der Küste. Wie an der Küste? Ja, an der Küste soll die sein, habe ich gehört. Ja, warum haben sie den... Ach Gott, oh Gott, oh Gott, das muss ich ja wieder zurückfahren. Ach, Chefin. Ja, ich hatte ihnen aber auch gesagt, dass es an der Küste ist. Nee, hatten sie nicht. Herr Hoxton. Ja, ich fahre ja schon. Gut. Ich habe den total falschen Weg gefahren. Oh mein Gott, Herr Hoxton. Ja. Meine Güte. Ich komme dahin. Alles klar. Wieso dahin? Ich bin noch nicht da. Ich bin noch im Gartenbauamt. Gartenbauamt. Im Corona-Bauamt. Versuch hier die Setzlinge irgendwie rauszukriegen. Das ist gar nicht mal so einfach, Herr Hoxton. Hätte ich das mal gemacht. Da sagen sie was. Ich habe Ahnung mit dem Kran, aber Sie müssen das ja auch lernen. Entschuldigen Sie bitte, Herr Hoxton, was war das jetzt gerade? Sie müssen das auch lernen. Ach so, ich verstehe. Das Problem ist bei den Setzlingen, die können wir nicht so setzen, ne? Wie drehen wir denn das, Eumelbums? Mit den Pfeiltasten. Drehen? Hm. Welchen Pfeiltasten? Das kann nicht sein. Natürlich. Die Ladung drehen? Mein Gott, ey. Hab mich festgefahren, ey. Sie mich voll quatschen hier. Passen Sie auf, wenn ich abgeladen habe, dann kommen Sie in den Kipper hier und ich nehme den anderen. Gekauft haben Sie ja wohl schon alles, ne? Ja. Gut. Wow, was für ein Hotel. Warum? Leck mich am Arsch. Was ist denn mit dem Hotel? Groß. Okay. Aber ich weiß nicht, wo das alles hin muss. Hier. Hier wird nichts angezeigt. Herr Finn? Ja? Ich weiß nicht, wo ich mit der Ladung hin muss. Ach, hier ist die Baustelle. Ja, okay. Ich habe die Baustelle gefunden, Chefin. Jawohl. Lad eben aus. Okay. Und dann könntest du das Fahrzeug übernehmen und die nächste Ladung holen am Kieswerk. Okay. Und ich lade dann die Setzlinge auf. Okay. Wie war das noch mit dem Abladen? Das habe ich schon wieder vergessen. So, kommen Sie, ich steige hier aus. Dann können Sie zum Dings fahren. Und ich komme rüber in den Kranwagen. Wo sind Sie denn? Ja, du brauchst doch nur auf das oben auf das Symbol der Fahrzeuge klicken. Ach so, das meinen Sie jetzt, ja. Und gut. In den kleinen Absatz, in den Pritschenwagen rein. So. Ich lade mal auf, ja? Hey, was ist denn mit der? Okay, jetzt hin. Im Kieswerk. Talwerk? Was? Kieswerk. Ja, ja, ich muss euch mal gucken, wo das hier ist. Ah, okay. Also jetzt links und immer geradeaus, bis nicht mehr geht. Was soll ich alles hier aufladen, ey? Das ist aber schwierig, ey.
Das sind echt die ganzen Setzlinge hier, die du gekauft hast? Ja. Okay. Herr Hoxton? Ja. Was denn? Ja, hallo. Was denn? Ich hab ihn zugehupt. Hab ich nicht gehört. Ich hab die Hupen hupen lassen. Ah, die Hupen haben sie gehupen. Oh, ja. Okay. Das versteht er wieder, das war wieder klar. Ja. Also wenn wir sagen, ich habe die Hupen hupen lassen, dann hupt man halt, ne? Das war halt so. So, ich bin jetzt am Kiesberg. Also einfach dann runterfahren, ja? Oder müssen wir irgendwas bestätigen? Nee, wir müssen nur noch runterfahren. Ja, sie haben schlecht aufgeladen, das muss ich immer sagen, ne? Warum? Weil das Bild vom Platz wohl, ja doch, das reicht vielleicht. Ja, genau. Zielvorgang gestoppt? Macht der das automatisch? Ja. Die Ladung noch abdecken oder sowas? Nein, nein, draußen. Sie kommt klar? Ja, finde ich. Also wenn ich nicht klarkommen würde, ne, dann weiß ich nicht selber. Ja, das ist die Nummer 1, ja. Achso, ich wollte... Muss ich mit den Pflanzen auch zum Hotel, ne? Ja. Mach ich hier, ne? Ja. Na logisch, brauchen wir die Erde. Wo bremst der denn hier? Ist ja doof. Ist doch nichts. Alles aufgeladen. Wunderbar. Ja, fast zeitgleich bei mir. So, ich sicher eben die Ladung. Ich hab den Dominik gemacht, du weißt. Ladung ist gesichert. Ey! Sag mal! Der ist hier voll... Ey, er hat ein Stoppschild gehabt, der Sack. Ja, ich fahre einfach durch. So, ich komme zum Baustelle. Nee, kannst du nicht. Ich habe hier gerade einen Unfall. Ich komm da überall lang. Ich habe hier wichtige Pflanzen. Wichtigen Pflanzentransport. Die fahren einfach raus, ne? Die haben Stoppschild und fahren einfach raus. Gibt's doch nicht sowas.
Sind Sie jetzt vorbeigefahren? Nein. Ich bin in einen PKW reingefahren. Ja, der bleibt einfach stehen. Ja, bei mir liegt er ja auch alle auf der Seite. Moment, ich muss mal mal gucken, warum ist die Ladung nicht gesichert? Die Ladung bewegt sich hier alleine. Ich kann nichts machen. Nicht korrekt verladen steht hier. Oh Scheiße. Hoffentlich komme ich heil dahin. Aber ich denke mal ja. Erde abladen. Wo muss ich die denn reinpacken? Da, wo die andere Erde auch drin ist, ja? Wahrscheinlich. Wie lade ich das ab? Mit den Falltasten. Nach oben ist, glaube ich, abladen. Was für eine Katastrophe hier. Hauptsache, ich komme heil mit den Setzlingen da an, ey. Die liegen alle bei mir auf der Seite. Ja, wir haben ein kleines Problem. Was wäre? Ich glaube, sie haben es nicht richtig abgeladen. Oder doch? Doch, 100%, alles gut. Oh, hauen sie ab da, ich muss da jetzt die Setzlinge reinpacken. Sind sie schon da? Natürlich. Ja. Machen sie, kommen sie. Hast du mein Auto gesehen, was da umgeblättert hat? Ja, nein, du hast das falsch abgeladen, wollte ich nur sagen, ne? Wie? Ja, wäre mal schön, wenn du mal gucken würdest. Du hast das da auch abgeladen. Ja, wo habe ich denn abgeladen? Oh, scheiße. Ah. Ja, super. War ja wohl scheiß drin. Ja, ich hole mal neue. Ja, das wäre kein Schritt zu gut. Ich lade mal hier ab, ne? Ah. Sagen wir mal, wie sprechen Sie mit Ihrer Chefin? Die Chefin hat immer recht, ja. Ja, aber nicht so. Da muss man schon echt blind sein. Ich glaube, sie waren einfach nur blind. Jetzt kommt der wieder da rausgezogen. Ah, nee, der bleibt stehen. Mit dem nicht in Ordnung. Das war jetzt kein. Der muss doch nicht auf Stillstand bremsen, oder? Ich frag mich auch mal, was die da treiben, ey. Weißt du, da ziehen sie am Stoppschild einfach raus. Ja, ja. Und hier kommen sie nicht in eine Pötte. Wie kann man eine Kiste wieder umbasteln? Ist das genau dasselbe? Davor stehen und die Tasse drücken? Ja. Ladung zurücksetzen steht da. Ja. Mit F. Okay, danke, habe ich gemacht. Hat geklappt, Chefin. Ja, wunderbar. Dankeschön. Prost, Chefin. Ja, Prost. Ich muss auch gleich was trinken. Schon was außer Atem. Ja. Und wie wir hier weiter abladen, ob die Chefin das heute noch schafft, mit der zweiten Ladung Kies hier anzukommen, das sehen wir beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.